Herr Himmerich, können Sie uns Ihr Unternehmen Eduation und das dazugehörige Netzwerk kurz vorstellen? Also Eduation wurde gegründet vor ungefähr 2 Jahren von knapp 10 bis 15 Unternehmern, also Startups im Bildungsbereich. Das heißt, alle Gründer von Eduation haben selber ein Startup im Bildungsbereich gegründet und haben erfahren, wie schwierig es ist, im Bildungsbereich tatsächlich sich als Startup zu etablieren. Und da haben wir uns gedacht, weil es einfach keinen Ansprechpartner gab für junge Ideen und junge Startups und wir mittlerweile das Netzwerk und die Erfahrung haben, schließen wir uns zusammen und bieten mit Eduation jungen Gründern und jungen Startups einfach mal ein bisschen Support, Unterstützung an, damit sie in diesem schwierigen Markt tatsächlich sich etablieren können. Wie sieht diese Unterstützung genau aus? Also wir machen natürlich Unternehmensberatung, Coaching für Startups, helfen ihnen, die passenden Ansprechpartner zu finden, also Netzwerk im Bildungsbereich, aber eben auch sowas wie hier, also Stände, Startup-Stände auf den großen deutschen Messen, wie hier auf der Didakta, sodass die Startups sich präsentieren können, weil viele Startups natürlich einfach nicht das Marketingbudget haben wie die großen Konzerne, aber trotzdem viele, viele gute Ideen, die es wert sind, gezeigt zu werden. Wie können Startups den Schul- und Lernalltag revolutionieren? Eine ganz schwierige Frage, weil es gibt natürlich viele, viele verschiedene Startups und viele, viele verschiedene Anknüpfungspunkte. Also wir haben hier auf dem Stand alleine fast 50 Startups und jedes Startup hat im Prinzip seine eigene Lösung, seinen eigenen kleinen Beitrag, seine eigene kleine Innovation, wie es den Schulalltag, wie es den Lernalltag verbessern kann. Und da ist es ganz schwierig, ein Beispiel wirklich rauszupicken. Aber eins vielleicht, wir haben hier auf dem Stand das Startup, was bei den Global EdTech Startup Awards dieses Jahr den Innovationspreis bekommen hat. Das heißt, ein Startup bei uns hier, Mafi, steht ein bisschen weiter hinten auf dem Stand, ist das innovativste Startup weltweit. Worum geht es dabei? Bei Mafi geht es tatsächlich um eine Mathe-App, also wie Schülern interaktiv Terme lösen können. Ganz, ganz faszinierend. Man kann da wirklich die Buchstaben anpacken, schieben und die Terme lösen mit Unterstützung. Also wirklich, wirklich kreativ. In welchem Bereich der Bildung sehen Sie vielleicht besonderes Potenzial für Ihre Startups? Also das gibt immer so verschiedene Wellen auf dem Startup-Markt, was im Prinzip gerade in ist. Und in dem Bereich gibt es dann ganz, ganz viele Startups. Das war vor ein paar Jahren tatsächlich die Lernmanagementsysteme. Und jetzt ist es tatsächlich das Coding und der 3D-Druck, aber auch Robotik. Da haben wir hier auf dem Stand relativ viele Startups, die in dem Bereich Coding, also Programmieren lernen für Kinder, die da in dem Bereich unterwegs sind und viele, viele gute Ansätze haben. Mit Mein Schulprojekt haben Sie ja selbst ein erfolgreiches Startup im Bildungsbereich etabliert. Welchen Tipp können Sie potenziellen Gründern geben? Ausdauer. Der Bildungsbereich, wenn man da als Startup Fuß fassen möchte, also auch unternehmerisch Fuß fassen möchte, ist ein hartes Brett. Und da kann man nicht innerhalb von einem Jahr sagen, super, ich habe jetzt so viele Kunden, mir geht's gut. Alle Startups, die ich kenne oder die meisten, die hier bei uns auch auf dem Stand sind, die haben gemerkt, dass der Bildungsbereich, gerade wenn ich an Schulen oder Universitäten verkaufen will, sehr, sehr zäh ist. Und selbst wenn ich ein gutes Produkt habe, dauert es einfach und es dauert und es dauert.